Ist alles nicht so. Ja, mit Bauen. Mit Bauen. Muss ich mich noch mal überlegen. Genau. Oh Mensch, ey. So. Boah, jetzt gehe ich auch noch, oder was? Jetzt geht's ja los. So, wir haben noch ein paar Bücher, ein bisschen Glas haben wir hier noch. Glas. Glas. So, und dann haben wir hier noch Holz. Treppen. Und die haben wir auch noch. Und dann haben wir hier noch Ziegeltreppen und das Holz. Ich habe eine Tür dabei. Nee, habe ich nicht. Okay, die können erstmal raus. Die auch. Die auch. Die können hier mit rein. Und ihr Hubsteps kommt auch hier so. Tschüss. Okay. Ja, dann müssen wir nochmal ein bisschen Holz farmen gehen. Das heißt, das Holz kann erstmal raus. Dann nehmen wir uns noch so ein paar Saplings mit. Die Blümchen können auch raus. Tschüss, ihr Blümchen. Ja, die war schon richtig hier. Ja, die Karotten brauchen wir zum Nachpflanzen. Das brauchen wir nicht zum Nachpflanzen. Das Getreide. Ja. 64 Kartoffeln. Nur 64 Kartoffeln. Oh Mensch, ey. Okay. Gut, dann können wir wieder runterdüsen. Aber halt einmal Dreck. Wo kommt denn jetzt der Dreck her? Warum habe ich so viel Dreck dabei? Hä? Ich habe sogar keinen Dreck abgebaut, oder? Habe ich Dreck abgebaut? Seltsam, seltsam. Fällt wahrscheinlich einfach mal Dreck vom Himmel. So, Musik bitte. Hallo? Okay, ja, und ich werde jetzt auch gar nicht so lange aufnehmen. Erstmal, weil ich gar nicht weiß, was ich jetzt. Klauen die mir hier die Blöcke? Lol, war das ein Enderman? Das, da stand bestimmt ein Dreckblock. War. So. Gar nicht weiß, was ich hier noch bauen soll. Und ich würde sagen, na, was macht ihr denn hier? Weil ich meinen Hals ein bisschen schonen möchte, aber ich muss sagen, geht eigentlich gerade. Ich muss sogar nicht husten oder so. Ah, das wird schon wieder alles besser hier. Wird wieder alles gut. Und was für Schiffchen? Ich glaube. Irgendjemand hat mal geschrieben, ach genau, die Fragen habe ich jetzt vergessen aufzumachen. Ich kann mir immer noch Fragen stellen, ja. Habe ich jetzt bloß vergessen, das Fenster aufzumachen. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich da so. Aber auf jeden Fall hat irgendjemand auch mal geschrieben, grüne Schafe sollen wir hier nochmal reinmachen. Das können wir natürlich auch gerne machen. Wir können uns hier so einen richtig schönen, bunten Wollsalat zaubern. Das ist ja kein Problem, können wir machen. Ich weiß gar nicht, kann man rosa? Ja, wahrscheinlich rot-weiß, oder? Ja. Müssen wir mal ausprobieren, was man da für verrückte Reaktionen so machen kann. Und Gravier brauchen wir mal. Wir müssen unseren Weg hier noch etwas erweitern. Und warum gehe ich jetzt eigentlich hoch? Warum fängst du nicht unten an? So. Okay, hier drüben Getreide. Das machen wir noch schnell. Genau, und das Texture Pack dann 1.5. Keine Ahnung, ob das jetzt mittlerweile draußen ist. Aber da sollte dann eigentlich auch das Getreide geändert werden. Hatte ich mir zumindest. Aha! Weswegen sind wir hochgegangen? Genau, wegen der Hoe. Was haben wir vergessen? Ja, genau, eine Hoe. Like I said. Mal wieder. Okay, das heißt, hier haben wir auch gar keine Workbench. Ich habe gar kein Holz! komm, pflanzen wir mal hier ganz kurz. Flup. 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 Mittlerweile haben sie ja auch schon sehr viele das neue Kanaldesign übernommen, ne? Ich ja noch nicht. Weil ich finde es immer noch nicht so ganz geil. Also ich habe von vielen gehört, das soll übersichtlicher sein. Ja, also wäre möglich. So genau habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt, noch nicht so lange mich da umgeschaut.
ich habe einfach das Kanaldesign so gemocht, ja, wo man gleich raufkommt und gleich erstmal die Kanalkommentare gesehen hat. Oh, das fand ich so hammer. Das kann ich immer wieder sagen, ja. Ich schwelge so gerne in Erinnerung. Damals war eh alles besser. Als ich noch jung war, ne? Da war es sowieso halt anders. Nee, ist ja wirklich krass. Mittlerweile, so ein bisschen sehen kann ich das auch schon, ja? Also, wann hatte ich mein erstes Handy? Mit 12 oder so? Denke ich mal. Und mittlerweile sehe ich schon 10-Jährige mit Smartphones rumlaufen, ja? Das ist in der Hinsicht schon ziemlich krass, ja? Aber gut, war ja zu erwarten, ne? Im Grunde schon. Cool wäre ja, wenn es mal irgendwie so Redstone-Zeug gäbe, damit man das drehen lassen kann. Wäre das möglich? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist... Ob das geht? Wenn man mal irgendwas sowas findet, ja, dass jemand irgendwie das geschafft hat, so eine drehende, sich rotierende, ohne Mod natürlich, Mühle zu bauen? Könnt ihr mir gerne mal einen Link vom Video schicken oder so? Och, ich bin noch ein Depp, oder? Also siehst du, wenn ich immer nicht nachdenke. Jetzt habe ich hier zweimal Getreide angepflanzt. Ja, ist eigentlich auch egal. Dann pflanzen wir halt hier oben jetzt zweimal Karotten an. Alter, was geht ab, Junge? Ich wurde total verplant heute schon wieder. Ja, tut mir leid. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, mir eine Haut zu machen. Du kleiner Trottel, du. Spring ducken. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir hier auch wieder Karottchen und springen und ducken. Super, ja, Step. Und wieder zu. Wie viele Etagen haben wir jetzt hier? 1, 2, 4, ne? 1, 2, 3, 4, genau. Das heißt... Hier kommen jetzt schon Kartoffeln hin, ne? Genau. Da drüben kommt Getreide. Hopp. Getreide. Oder besser gesagt, Samen. Ja, gibt sonst was Neues eigentlich? Nicht, ne. Nö. Bei uns stehen jetzt gerade so Prüfungen an. Da muss ich mal schauen und so, ne? Wie das da aussieht mit dem Aufnehmen und Zeit und Stress und bla. Ja, aber eigentlich solltet ihr ihn, ne? Ich meine, bin jetzt in der 10. Klasse und ich werde ja danach noch weitermachen. Erstmal am Sack kratzen hier. Sekundarstufe 2 und so. Deswegen sind die Prüfungen eigentlich im Grunde nicht so wichtig, ja. Hauptsache, man kommt durch. Ja. Aber ist schon krass und so, ne? Ich meine, so 3 Stunden hintereinander sowas konzentrieren und schreiben, hatte ich so auch noch nicht, ne? Bin ich ja mal gespannt, wie das Ganze so läuft. Also hier nochmal Kartoffeln. Und danach muss ich noch 2 Jahre. Immer noch 2 Jahre, ey. Das Grauen will kein Ende nehmen. Obwohl, das zeigt man lieber nicht so, weil... die Zeit vergeht schon ziemlich schnell. Ja. Halt. Stopp. Vergeht echt verdammt... Also ich... Irgendwie kommt es gerade so vor, aufs Gymnasium zu kommen und jetzt schon jetzt in der Klasse. Ja, ist schon ziemlich krass. Und vor allem hat man ja... Das will man als Schüler immer sowieso nicht glauben... Noch relativ viel Freizeit, ja. Also wenn ich mal so höre, ich schreibe ja dann nochmal ab und zu so mit welchen, die etwas älter sind und dann schon Ausbildung machen und schon arbeiten. Und das ist dann echt krass, ne? Dass die eigentlich so von früh an und dann bis nachmittags da arbeiten und dann sind sie so um 5 zu Hause. Ja, da hat man als Schüler noch relativ bequem, so, ne? Und manchmal so um 1:45, Schluss um 2, höchstens mal um 3, zumindest bei mir. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch mal etwas länger sein. Okay. Gut, letzte Handlung für heute ist
Gehen wir nochmal mit Zaun. Genau. Genau. Und dann kann ich mir... Wo ist eigentlich mein Zettel hin? Hat jemand meinen Zettel weggeschmissen? Das Bild ist schon wieder dunkler geworden. Da ist mein Zettel. Ah! Unter der Laptop. Ja, es wird gerade draußen auch dunkler, deswegen wird auch meine Kamera dunkler. Es ist natürlich schon doof. Ja, ich probiere jetzt lieber mal nichts aus. Alter, warte. Leckt der überhaupt nicht? Alter, was leckt denn jetzt so? Hallo! Okay. Hallo, Trash! Yeah! Wuhu! Okay. Ist jetzt irgendwie nicht heller geworden, kann das sein? Das ist echt immer doof mit der Belichtung. Und vor allem, wenn ich immer dann aufnehme, wenn es dunkler wird. Okay, gut, ist nicht mehr so lange. Dann müssen wir jetzt aber nochmal durch. Übrigens, für SimCity gibt es auch so eine Mob. Ich mobbe die auch gleich ein, ey. So eine Mod. Hat jemand entwickelt? Ich hab da bestimmt schon mal gelesen. So, zu kleine Städte und Server abkacken und so. Hat tatsächlich jemand eine Mod entwickelt, womit man erstmal offline spielen kann und nicht mehr so auf die Server angewiesen ist. Und man kann über die Stadtgrenze hinaus bauen. Und damit hatte der bewiesen, dass das doch funktioniert, weil die Entwickler gesagt haben, hey, geht nicht, können wir nicht machen. Und das hat der damit dem bewiesen, ja. Also die reiten sich immer mehr eine Scheiße, kann man da nur sagen. Das Doofe ist bloß, der Mod, ich spiele auch gerne mit anderen zusammen, da kann man halt, soweit ich es verstanden habe, dann auch bloß offline spielen. Und Gamester zumindest schreibt, dass es auch sein könnte, dass Origin das Ganze als Crack ansieht und mal den Origin-Account sperren könnte, was ich natürlich auch nicht unbedingt möchte. Ne? Aber vielleicht sind die Entwickler ja etwas einsichtig. Und integrieren den Mod mal. Oder sagen zumindest, ist okay, wenn ihr den verwendet oder so. Das wäre echt ziemlich fett, ja. Weil die Städte sind wirklich ziemlich klein. Und da hat man sich gerade so eine schöne Stadt aufgebaut. Alles funktioniert super. Da möchte man mal was Neues ausprobieren, hat aber keinen Platz mehr. Und müsste dann entweder was abreißen. Das möchte man aber auch immer ungern machen. Jetzt, komm her! Los! Einfach mal die Spinne weghauen. Das ist ja einfach krass, wie viel Loot wir kriegen. Okay. Na komm, ein paar gehen noch. So. Judy. Ja, das Inventar werde ich nochmal auf Screen leeren. Und dann, das wollte ich ja eigentlich letztes Mal schon machen, ne? Nochmal ein bisschen Holz farmen. Saplings sind gepflanzt. Du deist, dann kann ich da loshauen. Loshauen, fleißig und so. Komm mal, mit Schaufel. Schade eigentlich, dass er die nicht fallen lässt. Na komm, Rang 11 schaffen wir noch, oder? Na los, komm. Komm, gib mir den Rang 11. Oh, lol. Streck mir nicht den Arsch entgegen. Vor allem, ich sehe bloß, die Spinne greift mich immer locker so mit dem Arsch an, ne? Guck mich ja nicht an. Ich krieg trotzdem Schaden. Ja, das sind diese Stachelärsche. Was? Okay. Und hier die... Hallo? Was ist denn hier los? Haben die Hühner Verstopfung? Was geht denn los? Keine Eier da. Ah ja? Hühner, was ist los mit euch? Seid ihr krank? Habt ihr euch gegenseitig aufgefressen? Nö, sind doch alle da. Lassen bloß keine Eier fallen. Jetzt hatte ich fast Äpfel gesagt. Ja, egal. Gut, das war's dann auch für heute. Mit Minecraft. Ich werde jetzt versuchen, nochmal am Wochenende nochmal aufzunehmen. Damit wir es wenigstens jetzt mal schaffen. Die komplette nächste Woche mal jeden Tag eine Minecraft-Folge zu bringen. Da ja nun letzte Woche gar keine kam. Also doch, dann am Wochenende.
Versuche ich mal hinzukriegen, ja? Ja? Aber das bin ich euch ja zumindest schuldig. Okay, gut, das war's dann. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich dunkle das mittlerweile ist. So, ich werde halt noch ein bisschen SimCity spielen. Genau. Macht voll Bock das Spiel, ey. Ja, also, ob ich euch das empfehlen würde, ich würde euch sagen, wenn ihr nicht so gierig drauf seid wie ich, wartet lieber noch ein bisschen, weil es ist echt scheiße teuer und das mit den Servern kotzt echt an. Wartet lieber noch, ja. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann hoffentlich bis morgen. Ich hoffe, ich nehme dann auch auf und vergesse es nicht. Aber sowas vergisst man eigentlich nicht, ne? Bis dahin, tschüss!